Und zwar reibe ich mir hier zwei Äpfel. Also ich mache immer sehr große Portionen, dass eben entweder zwei Personen oder man zwei Tage davon satt wird. Jetzt habe ich mir hier zwei Äpfel gerieben. Gebe ich mir auch wieder in eine Schüssel rein. Ihr könnt die natürlich auch würfeln, aber ich finde im Müsli macht sich das immer ganz gut, wenn der gerieben ist. Dann gebe ich auch hier so einen Saft von einer halben Zitrone dazu. Misch das schon mal so durch. Und ja, dann habe ich wieder allerhand Zutaten. Und zwar habe ich hier 160 Gramm Hirseflocken. Dann habe ich 50 Gramm Leinsamen. Dann circa einen halben Teelöffel Zimt. Dann Kakaonips. So, das mische ich jetzt hier schon mal so grob durch. Und dann brauche ich nur noch quasi die Flüssigkeit. Und zwar habe ich hier so einen ganzen Becher Soja-Joghurt. Wer das Frühstück nur für sich selber macht oder nur eine Portion machen möchte, der nimmt einfach nur die Hälfte. So, meine Schüssel ist ein bisschen klein. Und dann kommt noch etwa so 150 Milliliter Milch dazu. Ich habe hier Reismilch verwendet. Auch dieses Müsli, das fülle ich mir dann richtig schön in ein Glas ab. Deckel drauf und ab in den Kühlschrank damit.